Vorwort von Krishnachandra und Suniti. Tief in uns drin erkennen wir die Notwendigkeit zur Hingabe und umfassendem Vertrauen. Aber wir sind gleichzeitig auch Kinder der Aufklärung und tragen Skepsis in uns. Der aufrichtig begangene innere Weg lädt alle in Fragestellung ein und bekämpft sie nicht. Eine Seele, welche für die Möglichkeiten der Verirrung sensibilisiert ist, braucht keine autokratisch regierende Autorität, die ihr den Weg weist, sondern viel eher einen Weggefährten, an den man sich wenden kann und der einem in jedem Moment die Entscheidungsfreiheit offen lässt. In der Nähe einer solchen Seele darf sich die brennende Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe entfachen, die in jeder Seele angelegt ist. Je tiefer einen der innere Weg führt, desto dringlicher wird die Führung von Personen, welche den Weg gegangen sind. Von ihnen erlernt man die subtile Feineinstellung, die den Unterschied macht, ob man wirkliche Essenz berührt oder nur eine Imitation von spirituellen Verhaltensmustern lebt, welche große Heilige in der Vergangenheit aufgrund des inneren Feuers herauslebten. Vollkommene Realisation ist in diesem Moment möglich, denn es ist der natürliche Zustand einer jeden Seele. Dies setzt aber ein intensives Wollen voraus, und dieser intensive Wunsch wird durch die Gemeinschaft von Heiligen in einem entzündet. Raganuga Bhakti bedeutet, von Heiligen, welche die innere Erfahrung Krishnas geschenkt bekamen, über den Austausch der Liebe zwischen Radha, Krishna und ihren ewigen Gefährten in der spirituellen Welt zu hören und sich darin zu absorbieren. Denn dies vermittelt der aufrichtig aufnehmenden Seele eine erste Erfahrung dieser Liebe. Diese Erfahrung wird zum Antrieb der spirituellen Praxis. Dieser Pfad der Raganuga Bhakti ist tief und komplex. Deshalb wird auf diesem Pfad die spirituelle Begleitung eines Heiligen so stark betont. Sadhu Sangha ist nicht einfach nur das Zusammensitzen mit Menschen, die sich spirituell nennen. Srila Rupa Goswami definiert heilige Gemeinschaft folgendermaßen: Srimad Bhagavatartam Asato Rasika Saha Sajati Yashraye Snike Sadau Sangha Svato Vare Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.91. Man soll die Inhalte der heiligen Texte in der Gemeinschaft von Rasik Vaishnavas, die im Rasa absorbiert sind, hören. Rasa ist das erstaunliche Erleben von Stimmungen in der Beziehung zu Radha Krishna. Sie erwachen im Herzen eines Sadakas, Übenden, während er Sadhana ausführt. Auf der Grundlage der Stai Bhav, der ewiglich in einem angelegten Grundbeziehung zu Gott, entstehen ständig neue Wellen des Austausches der Liebe. Wenn der Sadaka weiter fortschreitet, vermischen sich all diese Gefühle zu einem außerirdischen, erstaunlichen Geschmack. Dies nennt man Rasa. Eine Seele, die diesen Geschmack erlebt, nennt man einen Rasik Vaishnava. Man betet und fleht also um solche Gemeinschaft. Srila Rupa Goswami sagt dann, dass die Gemeinschaft zudem noch Svato Vare sein solle. Das bedeutet, das Ersuchen und das Zusammensein mit merklich fortgeschrittenen Vaishnavas. Wenn man aufrichtig fleht, darf Gott ins Leben der Seele hinein intervenieren. Und das erste Symptom, an welchem sein Eingreifen sichtbar wird, ist, dass man hingeführt wird zu Seelen, die sichtlich weiter fortgeschritten sind als man selber. Aber das reicht noch nicht. Es braucht auch Snigdha, diese Seele, von der wir hören und lernen können,
soll auch eine liebevolle Beziehung mit uns haben. Es ist immer nur in der Atmosphäre von Zuneigung möglich, Rasa Tattva zu verstehen und vermittelt bekommen. Rupa Goswami sagt auch: Vishrambena Guru Sevam. Die Beziehung zum Guru soll eine Freundschaft ohne Grenzen, ohne Achtung und Ehrfurcht sein. Dieser heilige Weggefährte soll ein Interesse an uns haben, an unserem spirituellen Leben. So wie die Kuh aus Zuneigung sofort Milch gibt, wenn sie ihr Kalb sieht, so fließt aus dieser Seele aufgrund der Zuneigung zu einem Hari Katha aus ihrem Mund, wenn sie uns nur sieht. Es ist das Überströmen ihrer Liebe zu uns. Aber das ist noch immer nicht Sadhu Sangha. Es braucht noch ein Element mehr. Satchatya. Satchati bedeutet eigentlich aus der gleichen Kaste. Aber das bezieht sich nicht auf Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra, sondern auf die Stai-Bhav. Diese Seele soll verwirklicht sein in dem Rasa, in der spirituellen Grundstimmung, welche ich erlangen möchte. Erst wenn all diese drei Elemente vorhanden sind, kann man von Sadhu Sangha sprechen. Deshalb heißt es, dass Sadhu Sangha so rar ist. Und wenn man einmal eine solche Chance bekomme, man alles dafür tun solle, solche Momente zu behalten. Keinen Preis soll einem zu klein sein, solche Gemeinschaft aufzusuchen. In Sadhu Sangha schenkt der fortgeschrittene spirituelle Lehrer dem Schüler dann zwei Formen der Verfeinerung. Upasya Pariskriti. Verfeinerung des Verständnisses des Objektes des Dienens. Man hört vom Guru Harikatha. So erfährt der Schüler über Radharanis Stimmungen, wie Radhika Candita, Utkantika, Svadhin Bhaktirika etc. ist. So wird das Verständnis von Radha Krishna geläutert und verfeinert. Dies ist nicht ein intellektueller Vorgang. Der Schüler hat ja bereits Einblicke vom heiligen Namen erhalten und dieses Hören ist nun nicht mehr die generelle Wissensaufnahme. Es stellt nicht eine Ausweitung des Wissenshorizontes dar. Dieses aufmerksame Zuhören wirkt nun als innere Bestätigung und hat tiefe Bedeutung. Upasaka Pariskriti. Der Schüler erfährt auch eine Erneuerung seines Selbstverständnisses. In dem Maße, wie seine Sehnsucht zur Beziehung zu Radha Krishna Form annimmt, verändert sich auch sein Identitätsgefühl. Betreffend seiner Swarup mag der Guru die feinen Spuren entweder bestätigen oder Hinweise geben zur Vertiefung. Im Harinam Chintamani Kapitel 15 wird beschrieben, wie der Guru gemeinsam mit dem Schüler der feinen Spur zur Swarup des Schülers folgen und sie ausarbeiten. Der Erweckungsvorgang der Seele stellt gemäß Bhagavatam 11.10.12 eine große Freude für den Schüler als auch für den Lehrer dar. Es ist ein mysteriöser Pfad, der intimen Austausches und des ehrlichen, sensitiven Diskurs. Das hier vorliegende Buch besteht genau aus solchen vertraulichen Gesprächen, die Srila Narayan Maharaj mit älteren Vaishnavas führte, die sich wirklich vertiefen wollten. Das Schönste, was mir als Seele auf dem Weg passieren kann, ist es, einer anderen Seele zu begegnen, die ihr vollkommenes Liebespotenzial entwickelt hat und es mit mir teilen möchte. Dieses Mitteilen erwächst aus dem Überfließen eines liebenden Herzens, das in der konstanten Berührung mit dem Göttlichen im spirituellen Sein verankert lebt. So eine Begegnung wird verglichen mit dem Zusammenschlagen zweier Steine, die einen Funken erzeugen, der das Feuer der heiligen Sehnsucht nach reiner Liebe
welches in allen Wesen als ewige Anlage existiert, zum Entfachen bringt. Das überfließende Herz einer solchen Seele ist ein spiritueller Jungbrunnen für jene, die es nach gefühlter, bedingungsloser Zuneigung jenseits materieller Bewertungen dürstet. Von nur einigen Tropfen dieses kristallklaren Wasserfalls reinster Prema, Gottesliebe, benetzt zu werden, ihm zu lauschen oder ganz darin einzutauchen, berührt mein innerstes Wesen so stark, dass das, was mir vorher über mich selbst verborgen war, bewusst wird und wieder wahrgenommen werden kann. Diese Berührung transformiert einen in allen Bereichen des Seins. Es ist das Herauskristallisieren des inneren Diamanten und wird im Sanskrit Sadhusanga genannt. Es ist der Anfang vom Ende der Identifizierung im Zeitweiligen, der Fingerzeig Gottes zu sich selbst. In der Einleitung zu seiner Bhagavad Gita, wie sie ist, schreibt Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada auf Seite 4: Wir haben unsere ewige Beziehung zum Herrn vergessen. Jedes einzelne der Millionen und Abermillionen von Lebewesen hat ewiglich eine bestimmte Beziehung zum Herrn, die man als Svarupa bezeichnet. Durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienens, Seva, kann man dieses Svarupa wieder beleben. Und diese Stufe wird Svarup Siddhi, die Vollkommenheit unserer ewigen wesenseigenen Natur in Beziehung zum Herrn genannt. Es folgt ein Abschnitt der Bhagavad Gita, wie sie ist, von Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada aus der Einleitung, Seite 4. Krishna sagt zu Arjuna, dass er ihm dieses höchste Geheimnis offenbare, weil er, Arjuna, sein Geweihter und sein Freund sei. Diesen Worten kann man entnehmen, dass die Bhagavad Gita eine Abhandlung ist, die vor allem für den Geweihten des Herrn bestimmt ist. Es gibt drei Arten von Transzendentalisten: den Jnani, den Yogi und den Bhakta, das heißt den Unpersönlichkeitsphilosophen, den Meditierenden und den Gottgeweihten. Der Herr erklärt hier Arjuna, dass er ihn zum ersten Empfänger einer neuen Parampara-Schülernachfolge mache, weil die alte Nachfolge unterbrochen war. Es war deshalb der Wunsch des Herrn, eine weitere Parampara genau im Sinne derjenigen zu gründen, die vom Sonnengott herabgekommen war. Und er wollte, dass Arjuna diese Lehren erneut weiterreichte und so die Autorität im Verstehen der Bhagavad Gita wurde. Es wird also deutlich, dass die Bhagavad Gita Arjuna vor allem deshalb verkündet wurde, weil er ein Geweihter des Herrn war, ein unmittelbarer Schüler Krishnas und dessen vertrauter Freund. Daher wird die Bhagavad Gita von demjenigen am besten verstanden, der ähnliche Eigenschaften wie Arjuna hat. Das heißt, er muss ein Gottgeweihter sein und in einer direkten Beziehung zum Herrn stehen. Sobald man ein Geweihter des Herrn wird, hat man auch eine direkte Beziehung zum Herrn. Dies ist ein umfangreiches Thema. Doch zusammenfassend kann man sagen, dass es fünf Arten von Beziehungen gibt, die ein Gottgeweihter zur höchsten Persönlichkeit Gottes haben kann. Erstens, der Gottgeweihte kann eine passive Beziehung haben. Zweitens, er kann eine aktive Beziehung haben. Drittens, er kann eine Beziehung als Freund haben. Viertens, er kann eine elterliche Beziehung haben. Fünftens, er kann eine Beziehung als ehrliche Geliebte haben. Arjuna hatte zum Herrn eine Beziehung als Freund. Natürlich besteht zwischen dieser Art von Freundschaft und der Freundschaft, wie wir sie in der materiellen Welt finden, ein gewaltiger Unterschied. Hier handelt es sich um eine transzendentale Freundschaft, die nicht jeder haben kann.
Selbstverständlich hat jeder eine bestimmte Beziehung zum Herrn, und diese Beziehung wird wieder erweckt, wenn man im hingebungsvollen Dienst die Vollkommenheit erreicht. Doch im gegenwärtigen Zustand unseres Lebens haben wir nicht nur den höchsten Herrn, sondern auch unsere ewige Beziehung zu ihm vergessen. Jedes einzelne der Millionen und Abermillionen von Lebewesen hat ewiglich eine bestimmte Beziehung zum Herrn, die man als Svarupa bezeichnet. Durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes kann man diese Svarupa wiederbeleben. Und diese Stufe wird Svarup Siddhi, die Vollkommenheit der wesensgemäßen Stellung, genannt. Arjuna war also ein Gottgeweihter, der mit dem höchsten Herrn durch Freundschaft verbunden war. Man sollte beachten, auf welche Weise Arjuna die Bhagavad Gita annahm. Wie er dies tat, wird im 10. Kapitel in Klammer 10.12 bis 14 beschrieben. Arjuna sprach: Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, das höchste Reich, der höchste Reine, die absolute Wahrheit. Du bist die ewige, transzendentale, ursprüngliche Person, der Ungeborene und der Größte. Alle großen Weisen wie Narada, Asita, Devala und Vyasa bestätigen diese Wahrheit über dich. Und nun erklärst du es mir selbst. O Krishna, alles, was du mir gesagt hast, akzeptiere ich vollständig als Wahrheit. O Herr, weder die Halbgötter, in Klammer Devas, noch die Dämonen sind fähig, deine Persönlichkeit zu verstehen. Nachdem Arjuna die Bhagavad Gita von der höchsten Persönlichkeit Gottes vernommen hatte, anerkannte er Krishna als Param Brahma, das höchste Brahman. Jedes Lebewesen ist Brahman, doch das höchste Lebewesen, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist das höchste Brahman, Param Dham, bedeutet, dass er der höchste Ruheort allen Seins ist. Pavitram bedeutet, dass er rein ist, frei von jeglicher Spur materieller Verunreinigung. Purusham, dass er der höchste Genießer ist. Shasvatam, dass er urerst, und Divyam, dass er transzendental ist. Adidevam, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes, Ajam, der Ungeborene, und Vibhum, der Größte, ist. In einer Vollmondnacht erstrahlt das lunare Licht auf besondere Weise, so dass das, was vorher im Dunkeln lag, für diese Zeit magisch sichtbar vor einem erscheint. Ein vom Mondlicht bestrahlter Pfad wird erkenntlich und begehbar, auch wenn die Nacht noch so dunkel erscheint. Dieses Buch erhält den Pfad der Raganuga Bhakti, der Nachfolge der spontanen reinen Gottesliebe, der ewigen Beigesellen Gottes, so wie der Mond in seiner Fülle erstrahlt und alles sonst Verborgene ans Licht bringt. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hat seine Abhandlung Raghavatmachandrika genannt, die Mondstrahlen, die den verborgenen Pfad der Hingabe der Raganuga Bhakti erhellen. Aus der Fülle seines überfließenden Herzens heraus hat Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj die Essenz des Raghavatmachandrika für interessierte Schüler des Bhakti-Yoga übersetzt, erläutert und inhaltlich zugänglich gemacht. Er tat dies anfangs besonders für die älteren Schüler von Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, die ihn darum baten, und gegenwärtig durch dieses Buch für alle, die darüber weiterhören möchten. Chadurani Dasi, eine Schülerin von Srila Prabhupada und Schülerin von Srila Narayan Maharaj, die von ihm auch liebevoll Shyamarani genannt wurde, hat mit diesem Buch, das eine Zusammenstellung von Gesprächen und Vorträgen von Srila Narayan Maharaj
zu ihren damaligen Gottbrüdern über das Raghavartma Chandrika ist, einen herausragenden Dienst geleistet. Dieses Buch wird Generationen von aufmerksamen Lesern und Zuhörern Einlass in den wunderbaren Bereich der Raganuga Bhakti gewähren. Wir danken ihr von ganzem Herzen dafür. Möge sie unsere weiteren Bemühungen mit ihrem Wohlwollen segnen. Als Lernende auf dem Weg in die liebende Hingabe, als Schüler brennt in einem unauslöschbar der Herzenswunsch nach Weiterentwicklung in Bhakti. Wann, o oh wann? So beginnen viele der hingebungsvollen Lieder unseres Srila Bhaktivinoda Thakurs. Von dieser heiligen Begierde, Loba, spricht Srila Gurudeva Narayan Maharaj immer wieder. Er betont es stark als wesentliches Element des Wachstums der Bhakti. Diese innewohnende seelische Sehnsucht nach Verbindung mit dem ewig lebendigen Prinzip herabfließender Gnade, Guru Kripa, geht von der ursprünglichen Meisterin aller Liebesdienste zu Krishna, Srimati Radharani, aus und lädt uns liebevoll zu sich ein. Solche Gnade endet niemals mit dem Verscheiden vorangegangener Gurus. Der Fluss der Bhakti strömt unaufhaltsam und ist nah entsprechend der tiefen Sehnsucht der Seele, sich damit zu verbinden und daraus zu schöpfen. Der gemeinsame Dienst aller reinen Bhaktas von Chaitanya Mahaprabhu, der Radha und Krishna in einer Person ist, besteht darin, uns auf den persönlichen Dienst zu ihnen vorzubereiten. Es geht dabei nicht um blindes Folgen frommer Zöglinge oder trockene Schriftgelehrtheit, nicht um rituelle Gebete und sich gutes Karma anzueignen oder um Befreiung vom Daseinsleiden zu erflehen. Der Weg der Raganuga Bhakti führt vielmehr stets in die Individuation, in die persönlich unterweisende, angstfreie Beziehung zum Lehrer, der liebevoll auf dem Weg begleitet, unterrichtet und zum Jugala Seva führt. Dabei steht der gemeinsame Seva im Fokus. Lieblich glückseliges Dienen zur Freude der höchsten Geliebten im Gefühl der innigen Verbundenheit, in spezifischen Stimmungen Bhav genannt. Das ist das Ziel der spirituellen Praxis aller Bemühungen in Sadhana Bhakti. Bhav Bhakti. In der Gemeinschaft eines Gottgeweihten, der mit diesen devotionalen Stimmungen Bhavs vertraut und in ihnen erfahren ist, begleitet von der eigenen spirituellen Praxis eines Sadhana, der dieses Ziel anstrebt, wird diese Bhav in das Herz eines Sadhaka einfließen. In Klammer, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, Venu Gita von 1994, Text 17. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, der Verfasser des Chaitanya Charitamrita, erwähnte nie den Namen seines Diksha-Guru. Wahrscheinlich, weil er seine hingebungsvollen Gefühle von ihm nicht bekam. Doch nach jedem Kapitel seines Sri Chaitanya Charitamrita betet er zu Sri Rupa und Sri Raghunath, sie mögen ihm Gnade erweisen, damit er ihnen folgen dürfe, denn er schrieb das Chaitanya Charitamrita erfüllt von den hingebungsvollen Stimmungen, die sie ihm schenkten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist die Heilige Schrift, jede Shastra, ein Speicher devotionaler Stimmungen, angefüllt mit Hinweisen für das Weiterschreiten der Aspiranten. Die Verwirklichung dieser Hinweise wird in der Begegnung mit Heiligen im Katha und unter der Obhut im Seva zu einem Rasika Vaishnava offenbart. Wir möchten insbesondere unseren Srimad Bhaktivedanta Sadhu Maharaja aus vollem Herzen danken, der uns auf dem Pfad weiterhilft, den uns Srila Gurudev, Srila Narayan Maharaj und Srila Prabhupada gewiesen haben und weiterhin weisen.
Möge die deutsche Übersetzung dieses Buches zu ihrer aller Freude und Ehre sein.